Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir einmal in drei einfachen Schritten erklären, wie du diese hier, nämlich Brokkolisprossen, selber auf deiner Fensterbank ziehen kannst. Und warum machen wir das? Brokkoli gehört zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütengewächse und ist extrem gesund. Es gibt sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die in Brokkoli und anderen Kreuzblütlern sehr viel oder auch ausschließlich vorhanden sind. Zu dieser Pflanzenfamilie zählen zum Beispiel auch noch Rucola und Radieschen und Blumenkohl oder auch Rosenkohl und Grünkohl, also alles, was ja schon als gesund bekannt ist. Und vielleicht schafft man es aber nicht, jeden Tag einen ganzen Brokkolikopf oder einen halben oder jeden Tag Rucola zu essen. Und von diesen kleinen Kraftpaketen können wir aber enorm profitieren, denn es gibt einen sekundären Pflanzenstoff, der nennt sich Sulforaphan und der ist anti-entzündlich. Er wirkt auch zumindest in der Petrischale oder auch ja, in vorläufigen Humanstudien gegen Krebszellen, gegen bestimmte Krebszellen und ist deswegen einfach ja, Teil einer sehr gesunden Ernährung. Und in nur 4 Gramm dieser Brokkolisprossen ist dasselbe an Sulforaphan drin wie in 100 Gramm Brokkoli. Das heißt, wir können mit viel geringerer Menge denselben Effekt vielleicht erzielen und können es viel einfacher in unser Essen hinzufügen. Ich benutze Brokkolisprossen zum Beispiel super gerne als Zutat im Smoothie oder auch auf einem guten Vollkornbrot. Oder man kann sie auch einfach so im Essen untermischen. Sie fallen gar nicht auf. Klar, sie schmeckt so ein bisschen nach Senf, also man sollte das schon mögen, weil Senf auch zu den Kreuzblütlern gehört. Und deswegen sollte man vielleicht auch nicht übertreiben, aber so ein paar Gramm kann man schon in jedem Essen unterbringen, finde ich. Es ist zum Beispiel auch noch gut zu wissen, dass wenn man Brokkoli oder Kreuzblütengewächse kocht oder auch wenn man sie in der Mikrowelle erwärmt, wenn man sie erhitzt, dann zerfallen bestimmte Enzyme, die es unserem Körper ermöglichen, mit diesem Sulforaphan zu arbeiten. Und dann müssen wir kleine Mengen von rohem Kreuzblütengewächsen zum Essen wieder hinzufügen. Da ist das Enzym nicht zerstört. Und schon haben wir wieder den guten Effekt. Das heißt, man könnte entweder, wenn man jetzt zum Beispiel gekochten Brokkoli isst, einfach ein bisschen Senf hinzutun oder Senfkörner einfach in eine Pfeffermühle packen und ein bisschen drüber machen. Oder man fügt einfach ein paar von den Brokkolisprossen hinzu. Die sind nämlich roh. Und das ist auch eine super Möglichkeit, Kreuzblütengewächse einfach roh zu sich zu nehmen, weil dadurch natürlich von einigen bestimmten Nährstoffen dann noch mehr vorhanden ist. Der erste Schritt besteht darin, dass ihr eine Schale braucht, zum Beispiel so eine Keramik- oder Porzellanschale. Und dort müsst ihr die Brokkolisprossen für einen Tag oder eine Nacht einweichen. Dann keimen sie einfach viel schneller und ihr spart euch ein bisschen Zeit. Meistens ist bei diesen speziellen Sprossenschälchen auch ein Edelstahlgitter dabei und dann nehmt ihr einfach die eingeweichten Sprossen oder die eingeweichten Samen besser gesagt und habt hier dieses Edelstahlsieb und jetzt könnt ihr das einfach da drauf kippen. So, dann bleibt immer noch so ein bisschen übrig. Da muss man dann so ein bisschen schütteln oder macht das dann später noch ein bisschen genauer. Und dann braucht ihr ein Messer. Wenn ihr es mit den Fingern versucht, dann wird das nichts. Das ist viel zu klebrig. Ihr braucht ein Messer und müsst jetzt das Ganze hier drauf verstreichen. Und dann verstreichen wir das einfach
wirklich so, dass alle möglichen Plätze hier bedeckt sind. Dass wir keine Samen übereinander haben, weil die können dann natürlich nicht mehr so gut keimen. Und das, was dann in der Schale übrig geblieben ist, das packen wir einfach dann gleich noch mit dazu. So, wir haben jetzt die ganzen restlichen übrig gebliebenen Samen auf dem Gitter verteilt, haben es ein bisschen glatt gestrichen und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch einen Platz auf der Fensterbank suchen. Und der dritte Schritt besteht jetzt darin, dass ihr das Ganze immer schön feucht haltet. Ich mache das Ganze zum Beispiel mit einer Sprühflasche. Ihr könnt auch eine Reinigungsmittelflasche nehmen, die ihr natürlich vorher leer gemacht habt und wo dann Wasser drin ist, wo ihr einfach gut mit sprühen könnt. Wenn die Sprossen nachher größer sind, ich zeige euch das mal. So sieht das nämlich dann nach ein paar Tagen aus. So, dann könnt ihr auch Wasser unten in die Schale wieder tun, weil die Wurzeln wachsen natürlich nach unten und dann hat das Ganze immer Feuchtigkeit. Muss es allerdings regelmäßig austauschen oder einfach gucken, dass es nicht ganz so feucht wird, weil sonst kann es natürlich auch schon anfangen zu schimmeln. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Gefällt mir oder einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr immer neue Infos, wenn es neue Videos zum Beispiel gibt. Und schreibt zum Beispiel auch gerne mal in die Kommentare, was für Videos ihr euch noch wünscht. Man kann ja auch nicht nur Brokkolisprossen zum Beispiel machen, man kann ja auch noch andere Sprossen machen oder, was auch sehr spannend ist, man kann auch Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte keimen lassen und das hat dann bestimmte Vorteile auch und wenn ihr da bestimmte Sachen gerne wissen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare und dann machen wir darüber auch noch mal ein Video, ein Tutorial und bis dahin bleibt gesund, esst gesund, bewegt euch viel und bis zum nächsten Mal.